Mein Name ist Christian Buschfort. Ich bin Principal Sales Engineer seit 2015 bei der Firma BlackBerry, war vorher 14 Jahre lang bei einem Partner unterwegs, auch da schon im Thema BlackBerry Consulting. Von daher eine ziemlich lange Historie, was dieses Unternehmen angeht. Und ich möchte die nächsten 20 Minuten nutzen, um Ihnen halt etwas über unseren Ansatz zur Prävention von Cyberattacken zu erzählen. Ich muss einmal hier dieses Fensterchen klein machen. Dann sehe ich hier auch alles. Okay, legen wir los. Ja, im Mittelpunkt steht dabei für uns die künstliche Intelligenz, die wir halt in unsere Produkten einsetzen, um ihre IT zu schützen. Und vor allem halt die Vorteile dieses Ansatzes gegenüber traditionellen Lösungen. Wie war das früher? Bevor eine Virenschutzlösung eine Schadsoftware erkennen konnte, musste diese Schadsoftware zunächst mal irgendwo aufgetreten sein und erkannt worden sein. Man brauchte also erstmal ein erstes Opfer, bevor irgendwelche Analysten damit anfangen konnten, den Schadcode zu analysieren und dann in Signaturlisten aufnehmen zu können. Diese aktuellen Signaturlisten mussten dann bereitgestellt und an die Client-Systeme verteilt werden, damit die dort laufende Software dann die Schadsoftware auch erkennen und die Systeme schützen konnte. Das Ganze brauchte Zeit. Zeit, in die dieser Schadcode möglicherweise eben schon zahlreiche Systeme Test 1, 2, infizieren 3. und Schaden anrichten konnte. Der Test hat funktioniert. Und als nächstes bitte mal die Mute-Taste testen. Das wäre ganz nett. So, wie kann man das Problem lösen? Also zunächst müssen wir mal weg vom Faktor Mensch. Bei der extremen Zunahme der Angriffe im Bereich Cyberkriminalität bräuchte man heute halt hunderte Mitarbeiter, um auch nur halbwegs zeitnah Signaturlisten aktuell zu halten. Und das ist ein unmögliches Unterfangen. Die Lösung kann da eben halt nur KI heißen. Das heißt, wir brauchen eine künstliche Intelligenz, eine Art Automatismus, der direkt auf dem zu schützenden System den Code analysiert, klassifiziert und gegebenenfalls halt die Ausführung von Schadcode verhindert. Und genau das bieten wir halt mit unseren Lösungen. Mit einer künstlichen Intelligenz, die dazu in der Lage ist, halt ein Virus anhand von Genen, wenn es jetzt mal in seinem Code als Schadsoftware zu identifizieren, ist man in der Lage, mit geringstem Rechenaufwand und ohne Interaktion mit dem Cloud-Dienst wirklich auf der Maschine selbst Schadsoftware zu erkennen und an der Ausführung zu hindern. Und dieser Ansatz hat sogar noch einen viel größeren Vorteil. Er schützt sie sogar noch vor Schadsoftware, die es heute noch nicht einmal gibt. Jetzt muss ich mal den Kollegen wegdrücken, der mich versucht anzurufen. So, also, es schützt sie vor Schadsoftware, die es noch nicht mal gibt, war mal meine Behauptung. Und ja, wie geht das Ganze? Wir haben das Ganze mal ausprobiert und wir haben uns halt verschiedene Schadsoftware mal genommen und getestet, wie lange wir in der Zeit zurückgehen können, um diesen Schadcode mit der zu diesem Zeitpunkt existierenden, also alten Version unserer Lösung erkennen zu können. Wir sehen hier das Ergebnis. Nehmen wir mal das Beispiel WannaCry. WannaCry hätten wir bereits 24 Monate vor dem Tag erkannt, als dieser Virus das erste Mal aufgetaucht ist. Schauen wir uns mal ein anderes Beispiel an. Gucken wir mal auf Wasted Locker. Wasted Locker hätten wir tatsächlich mit einer 52 Monate alten Version von BlackBerry Protect erkannt. Eine Version also, die 52 Monate offline gewesen wäre, ohne Updates. Die KI in der Version hätte am Code von Wasted Locker erkannt, dass es sich dabei um Schadcode handelt und die Ausführung verhindert. Ich denke, hier sieht man wirklich sehr deutlich den Vorteil einer KI im Gegensatz zu einer signaturbasierten Lösung. Okay, dann werfen wir mal einen Blick auf die Produkte und Dienstleistungen, die wir für Sie im Angebot haben. Und wir starten mal mit BlackBerry Protect. Das ist unsere KI-basierte EPP-Lösung. Es steht für Endpoint Protection Platform. Wir reden also über Virenschutz. Wichtig ist zunächst einmal zu erwähnen, dass das alles, was Sie hier sehen, endpunktbasiert passiert. Sofern also ein Endpunkt online ist, besteht zwar auch optionale Verbindung zum Verwaltungssystem, davon sind wir aber nicht abhängig. Das heißt, BlackBerry Protect funktioniert auch, wenn der Rechner vollständig offline ist. Das Verwaltungssystem steht dann wahlweise bei Ihnen on-premise oder bei uns in der Cloud. Im Grunde macht Protect erstmal das, was man von der Virenschutzlösung erwartet. Das heißt, wenn ich eine neue Datei auf dem System kopiere, dann wird diese Datei untersucht. Wenn ich eine Datei ausführe, dann wird halt diese Datei vor jeder Ausführung untersucht. Hier sieht man schon
direkt mal einen großen Vorteil in den Zahlen, die hier genannt sind, gegenüber den Mitbewerbern, denn BlackBerry Protect benötigt dazu kaum Systemressourcen. Nur circa 1% CPU-Last und ungefähr 50 Millisekunden braucht halt so eine Prüfung. Und es ist fast so, als würde eine Datei direkt ausgeführt und der Benutzer spürt halt keine wesentliche Verlangsamung des Systems. Einen vollständigen Scan der Festplatte führen wir nur einmalig durch nach der Installation des Clients. Und das hilft uns dann, so eine Baseline auf dem System zu erstellen und festzustellen, ob irgendwelche ruhende Malware vorhanden ist. Ja, da wir von dort an halt jede Dateiaktion überwachen, ist dieser einmalige Vollscan auch völlig ausreichend. Ja, dazu kommen bei Protect noch viele weitere Funktionen wie ein Exploit-Schutz, also die sogenannten dateilosen Angriffe über den Arbeitsspeicher, und wir überwachen auch laufende Prozesse, die Skript- und Anwendungssteuerung sowie auch Zugriffe auf USB-Speichergeräte. Ja, der große Vorteil der KI: es sind keine Sicherheitsupdates erforderlich. BlackBerry Protect verliert dann auch seine Wirksamkeit nicht, wenn ein Rechner mal eine Zeit lang offline ist und nicht aktualisiert wurde. Und wir erreichen dabei wirklich eine Erkennungsrate von über 99,7% und brauchen keine Signaturlisten. Zusammengefasst, BlackBerry Protect verfügt halt über ein Modell für maschinelles Lernen auf dem Endpunkt, das autonom agiert, ohne die CPU-Auslastung zu erhöhen. Der Agent ist mit dem Verwaltungssystem verbunden, jedoch nicht von der Konnektivität abhängig, funktioniert also auch offline. Ja, laut Gartner gibt es jährlich 42 Millionen mobile Malware-Attacken. Tendenz stark steigend. Warum ist das so? Immer mehr Menschen arbeiten mobil. Mobile Devices haben in der Regel einen kleineren Bildschirm. Man bedient oft das Mobile mal schnell von der Couch, um Mails zu checken. Und die Frage ist halt da, bin ich auf einem Mobile wirklich genauso aufmerksam wie auf einem Arbeitsplatzrechner an einem großen Bildschirm? Bin ich in der Regel nicht, und von daher ist es halt auch einfacher, sag ich mal, einen Mitarbeiter oder einen Benutzer auf einem Mobile ja zu überlisten oder zu verleiten, vielleicht mal irgendwo zu klicken, wo es mir als Angreifer hilft, das Unternehmen halt zu attackieren. Ja, deswegen BlackBerry Protect gibt es eben auch für mobile Endgeräte, und das schützt halt Ihre Geräte und Daten auch vor Malware und dem Risiko von sideloaded Apps, das davon ausgeht, sowie einer Manipulation des Betriebssystems. Wird ein Risiko auf dem Gerät identifiziert, wird der Benutzer direkt informiert und der Zugriff auf geschäftliche Daten zum Beispiel gesperrt, solange bis das Risiko behoben wurde. Und das ist auch ein ganz großer Vorteil dazu, wie man das bisher über MDM-Systeme löst. Das ist ja nicht alt. Ich hatte ja schon immer die Möglichkeit, über einem MDM-System zu sagen, ich whiteliste bestimmte Apps, die erlaube ich auf dem Device. Es gibt bestimmte Apps, die ich verbiete über eine Blacklist. Und wenn dann so eine App auftaucht, führe ich halt Restriktionen aus. Das ist ja kein neues Thema. Das Problem war bei alten Systemen war eben, dass der MDM-Client auf dem Endgerät erst einmal erkennen musste, dass so eine verbotene App auf dem Gerät installiert wurde. Er hat das dann mit dem MDM-Server gemeldet, und auf dem MDM-Server waren halt so Compliance-Profile konfiguriert, die dann wiederum die Reaktion ausgelöst haben. Und dazwischen verging immer Zeit. Das heißt, die Zeit zwischen der Erkennung auf dem Endgerät und der vom Server ausgelösten Reaktion hat halt oft schon gereicht, dass die Malware, eine Schad-App, schon aktiv werden konnte. Und das musste man auch irgendwie lösen. Ja, mit BlackBerry Protect Mobile erfolgt die Reaktion wirklich unmittelbar nach der Erkennung auf dem Gerät. Das Gerät ist geschützt. Gleichzeitig bietet Protect Mobile dann auch noch eine Überwachung von SMS- und MMS-Nachrichten in Bezug auf Smishing. Das sind da diese SMS-Phishing-Attacken. Und persönlich kann dazu nur sagen, dass auch bei mir tatsächlich auf meinem privaten Telefon immer öfter SMS ankommen über irgendwelche Voicemails, die irgendjemand für mich irgendwo hinterlassen hat. Und wenn man diese URLs dann mal checkt, landet man meist irgendwo in China. Und man soll halt verleitet werden, mal eben schnell drauf zu klicken, damit man da nichts verpasst. Gut, gehen wir weiter und betrachten uns mal BlackBerry Optics. Was verbirgt sich denn dahinter? Optics ist gewissermaßen eine Erweiterung zu BlackBerry Protect und hat zum Ziel, das aktuelle Geschehen auf einem System zu untersuchen. Es ist also eine Ideallösung, Endpoint Detection and Response. Es ermöglicht, permanent auf verdächtige Aktivitäten zu prüfen und halt gegebenenfalls auch automatisiert Korrekturmaßnahmen durchzuführen. Wie schon bei Protect ist dazu nicht unbedingt eine Netzwerkverbindung erforderlich, auch nicht das Eingreifen von einem Administrator. Ich kann halt alles automatisieren. Optics agiert aufgrund vordefinierter oder individuell erstellter Regeln und Richtlinien und lässt sich dadurch sehr gut an jede Umgebung anpassen. Dabei zeichnet sich Optics halt durch die Systemaktivität, also es zeichnet die Systemaktivität mit Hilfe von einer Vielzahl von Sensoren auf. Dazu gehören halt Datei, Prozess, Netzwerk, Registrierungs-,
DNS, Windows-Sicherheitsereignisse, all diese Ereignisse werden halt analysiert. Dazu kommen noch WMI, PowerShell und andere Aktivitäten auf dem Rechner, die werden halt permanent analysiert und bewertet. Ist das System online, werden die Aktivitäten auch in unserer sicheren Cloud gespeichert und stehen damit dem Security Admin auch noch Wochen später zur Analyse zur Verfügung. Standardmäßig werden die Daten dort 30 Tage aufbewahrt, optional geht das bis zu 365 Tage, das kann man entsprechend so konfigurieren. Ja, zur Gefahrenabwehr verfügen wir über eine integrierte Remote Response Shell in Optix. Das heißt, man kann die Shell zum Abrufen von Dateien benutzen, zum Ausführen von Skripten oder Befehlen verwenden. Ich kann also wirklich aktiv auf dem Client arbeiten als Security Administrator und da eben Dinge nachverfolgen oder mir Informationen besorgen. Es ist auch möglich, eine ganze Abfolge von Befehlen für bestimmte Ereignisse vorzudefinieren. Das heißt, wenn ich ein bestimmtes Verhalten auf dem Rechner erkenne, kann ich direkt sagen, tue erst dies, tue dann das und zum Schluss fahre den Rechner runter zum Beispiel. Es geht wirklich dann vom Beenden von Prozessen bis hin zum Isolieren oder Abschalten des Clients. Zusammengefasst, Optix ist ein hervorragendes Werkzeug, um laufende Angriffe zu erkennen und zu stoppen, sowie alle vom Angreifer unternommenen Schritte bis ins Detail auch später noch nachvollziehen zu können. Okay, weiter geht's mit BlackBerry Persona. Ja, Frage vorab, vielleicht mal zum Nachdenken. Sind Sie auch genervt von ständigen Campbell-Abfragen und Restriktionen aufgrund von Sicherheitsrichtlinien im Unternehmen? Würden Sie es nicht sich auch wünschen, einfach so mal auf irgendwelche wichtigen Informationen zugreifen zu können, ohne ständige Sicherheitsabfragen? Ja, mit BlackBerry Persona kommen wir diesem Wunsch schon einen großen Schritt näher. Und vor allen Dingen eben auf Mobile Devices macht der Einsatz dieser Lösung wirklich sehr viel Sinn. Persona analysiert permanent eine große Zahl von Parametern, die im Zusammenhang mit der Gerätenutzung stehen, also zum Beispiel die Art und Weise, wie man sein Endgerät hält, wie man über den Bildschirm wischt, die Geschwindigkeit, in der man tippt, die Apps und Programme, die ich zu einer bestimmten Uhrzeit an einem bestimmten Tag nutze oder auch an dem Ort, an dem ich das tue. Alle diese Informationen werden zu einer Art Fingerabdruck zusammengeführt, zu einem Profil, was ich einfach habe auf dem Device und anhand dessen das Device mich halt erkennt. Und es wird halt anhand dieser Parameter, die ermittelt werden, auch permanent ein sogenannter Risk Score, also ein Risikowert ermittelt, der halt letztendlich dann auch genutzt werden kann, um zu bewerten, bin noch ich das, der das Gerät bedient oder ist das jemand anders. Verändert sich also nun dieses Standardverhalten des Benutzers und der Risk Score fällt unter einen definierten Schwellenwert, dann kann ich umgehend irgendeine Aktion ausüben auf dem Gerät, also auslösen. Eine Autorisierungsprüfung, zum Beispiel die Sperrung der geschäftlichen Daten, Abfrage eines Kennworts. Das kann ich alles auslösen, halt in Abhängigkeit dieses Risk-Scores, den ich anhand der Nutzung des Gerätes aktuell ermittle. Das ist auch möglich, basierend auf diesen Daten unterschiedliche Sicherheitsrichtlinien auf dem Endgerät zu aktivieren. Also der Mitarbeiter zum Beispiel, wenn er während seiner regulären Arbeitszeit im Büro, im Firmen-WLAN ist, könnte er ungeänderten Zugriff haben auf bestimmte Ressourcen, ist er aber am Wochenende, also außerhalb der Regelarbeitszeit, dazu noch in der Gegend unterwegs, die der Admin vielleicht vorher als Risikogebiet ausgewiesen hat, bekommt der Mitarbeiter grundsätzlich schon mal überhaupt keinen Zugriff auf geschäftlichen Daten. Das ist alles dynamisch, das heißt, der Administrator kann das alles vorab hinterlegen anhand von regionalen Definitionen, anhand von Risikowerten und muss sich dann im fortlaufenden Betrieb halt nicht mehr darum kümmern. Ja, BlackBerry Persona ermöglicht also zusammengefasst eine kontinuierliche Authentifizierung und Autorisierung über das Benutzerverhalten und andere Nutzungsparameter und ermöglicht es eben, Sicherheitsmaßnahmen nur dann anzuwenden, wenn sie wirklich erforderlich sind. Die vom Anwender gespürten Sicherheitsmaßnahmen, wie zum Beispiel eben Kennwortabfragen, werden deutlich reduziert und dabei trotzdem das Sicherheitsniveau auf dem Gerät erhöht, indem ich eben permanent die Authentizität des Benutzers überprüfe. Ja, um das Ganze mal vorzuführen, habe ich auch ein kleines Video mitgebracht. Dann gucken wir mal, das müsste jetzt mal anlaufen. Was wir hier sehen, ist ein Mitarbeiter, der auf seinem Smartphone arbeitet. Oben links in der Tabelle sieht man richtig schön den Risk Score, der hier gebildet wird. Wir sehen auch die Schwellenwerte, die definiert sind. Wir sehen, dass der Mitarbeiter hier erstmal seine Mails checkt, benutzt dazu die BlackBerry Work App, navigiert da so ein bisschen rum, tippt hier und da und ja, all dieses Verhalten, angefangen auch von der Geräteneigung, Tippgeschwindigkeit, wird halt analysiert, permanent. Jetzt legt er das Gerät weg, vergisst leider, das zu sperren. Eine Minute später kommt jetzt eine Kollegin vorbei, nimmt das Gerät in die Hand und fängt an, hier zu tippen, zu lesen, sich zu informieren. Sie hält das Gerät im anderen Winkel, sie tippt in einer ganz anderen Geschwindigkeit, scrollt da so ein bisschen orientierungslos hin, guckt hier mal da. Das ist alles untypisch für den Benutzer. Man sieht auch sofort, dass der Risk-Score fällt.
unter diesen definierten Schwellenwert. Und wenn das zum zweiten Mal passiert, wird halt direkt der Container hier gesperrt, die App wird gesperrt, es wird ein Kennwort abverlangt und die Daten sind halt sicher vor dem Zugriff von diesem nicht autorisierten Benutzer. Okay, ja, ganz neu im Angebot, druckfrisch sozusagen, dieses Slide ist BlackBerry Gateway. Ja, was ist BlackBerry Gateway? Es schützt Ihre Systeme und Daten proaktiv als Zero Trust Network Access Solution, also eine Netzwerklösung, ähnlich wie ein VPN. Und es bietet Ihren Mitarbeitern halt einen einfachen und skalierbaren Zugriff auf Cloud-Dienste, Software as a Service, Office 365, was auch immer, und aber eben auch On-Prem-Applikationen, also Zugriffe ins Unternehmen rein. Und das Ganze eben ganz ohne Einsatz eines klassischen VPN. Ja, Gateway basiert zum einen auf einer kontinuierlichen Risikoanalyse des Nutzerverhaltens. Das kennen wir jetzt schon, wie wir da agieren. Das Ganze auch ganz KI-basiert. Dabei geht es hier aber dann eher um die Frage, ist das, was bezogen auf die Netzwerknutzung auf dem Rechner passiert, normal für den Benutzer oder nicht? Und um die Frage vorwegzunehmen, es wird nicht kontrolliert und gelockt, was der Benutzer jetzt konkret macht, also welche Webseite er besucht und ob er Arbeitszeiten einhält, sondern es geht hier wirklich nur darum, sein Verhalten, auch ob sein Verhalten über ein akzeptables Maß vom bekannten Verhalten abweicht, ähnlich wieder wie schon bei Persona mit Fingerabdrücken, mit halt Mustern, die wir auswerten. Der zweite Baustein von Gateway betrifft halt die Evaluierung der Verbindung ins Internet, um hier halt eventuelle Angriffsvektoren noch zu blockieren, zu erkennen und dann zu blockieren. Dazu gehört zum Beispiel eben die KI-basierte Analyse auch von besuchten Webseiten auf Phishing und dergleichen. Das heißt, ich kann ja sehr wohl eine Webseite überprüfen, welche Inhalte die so hat. Sind da Eingabefelder für Kontodaten? Sind da Eingabefelder für Benutzerdaten? Was ist die Quelle-IP dieser Seite? Kommt der Server auf, wenn diese Abfragen ja, angefordert werden? Möglicherweise aus China. Ist das vielleicht untypisch zu einer deutschsprachigen Webseite? All das kann ich halt auswerten und kann automatisiert hier dann schon erkennen, ob es sich möglicherweise bei der besuchten Seite um Phishing-Angriff handelt oder eben nicht. Ja, komplettiert wird das Ganze bei BlackBerry Gateway noch mit der Möglichkeit, den Zugriff auf interne Ressourcen noch sehr granular steuern zu können. Das ist auch ein bisschen anders als bei einem klassischen VPN, der mir eigentlich direkt erstmal den Eintritt ins Unternehmen gewährt. Hier kann ich wirklich schon gezielt bestimmte Ressourcen einem Benutzer zuweisen und das eben alles aus einer einzelnen Konsole heraus, eben der für BlackBerry Gateway. Gut, das war es soweit mit den Produkten, die ich vorstellen möchte. Und jetzt kommen wir zu dem, was wir an Dienstleistungen für Sie noch bereitstellen können, und zu unseren Professional Services. Und wenn Sie jetzt mal hier auf dem Slide direkt am Anfang sehen, dass wir von World Class Services sprechen, dann ist es halt eben kein vollmundiges Werbeversprechen, sondern wir können da mit Stolz und Recht sagen, dass halt unsere Cyber Security Kollegen vom BlackBerry Professional Services Team jetzt in diesem Jahr 2021 tatsächlich die SOC X Weltmeisterschaften gewonnen haben. Also SOC, Security Operations Center. Und es gibt tatsächlich eine Weltmeisterschaft, wo eben solche Cyber Security Teams in einem Wettstreit Angriffe stoppen, verhindern müssen und erkennen müssen. Und diese Weltmeisterschaften haben wir tatsächlich in diesem Jahr gewonnen. Herzlichen Glückwunsch an die Kollegen an der Stelle auch nochmal von meiner Seite. Ja, und die können genau diese Kollegen nur noch für sich arbeiten lassen. Das fängt an mit Compromise Assessments, die wir anbieten. Das sind also klassische Health Checks im Prinzip zur Risikobewertung ihrer Infrastruktur. Und eben auch der Suche schon nach Indikatoren, ob eventuell in Ihrer Infrastruktur schon irgendeine Malware schlummert, die Sie bisher nicht erkannt haben. Ja, für den Fall, dass Sie von einem Angriff betroffen sind, bieten wir Ihnen mit unserem Incident Response Team Unterstützung an. Hier ist es zum Beispiel aber auch möglich, vorab schon ein gewisses Kontingent zu buchen, um so im Ernstfall auch wirklich in kürzester Zeit Unterstützung zu bekommen. Das kann man ganz gut so vergleichen mit ADAC-Pannenhilfe. Also Sie sind Mitglied im ADAC, haben diese wunderschöne gelbe Karte im Auto und wenn Sie irgendwo unterwegs mal liegen bleiben, wird Ihnen halt schnell und unkompliziert geholfen. Das Gleiche ist bei uns halt auch möglich. Sie können halt vorab schon Incident Response buchen und nicht genutzte Kontingente verfallen auch nicht am Ende der Laufzeit, sondern können dann eben in Dienstleistungen umgeswitcht werden, die Sie beziehen, zum Beispiel ein Compromise Assessment oder dergleichen. Ja, wenn Sie sich für den Einsatz unserer Produkte entscheiden, wenn also Protect Optics in Ihrem Unternehmen eingesetzt werden sollen, dann geht es auch immer darum, diese Software zu implementieren. Das Ganze muss halt angepasst werden ans Unternehmen.
Das muss konfiguriert werden und wir können Sie halt da auch unterstützen. Das heißt, mit Flatiro bieten wir diesen Service an, diese Produkte eben zu implementieren, anzupassen und mit Ihnen zusammen eben alle Einstellungen vorzunehmen, dass Sie optimal gestützt sind. Das spart zum einen viel Zeit bis zum Erreichen eines gewünschten Sicherheitsniveaus. Das heißt, diese ganzen Lernphasen, die brauchen Sie nicht. Sie bekommen direkt alle Konfigurationen so, wie sie als Best Practice aus diesem Team heraus gesehen werden. Dieses Team hat ja eine riesen Erfahrung, dadurch, dass halt viele Kunden das bereits nutzen. Es entlastet aber vor allen Dingen auch Sie und Ihre Mitarbeiter, denn die haben vielleicht zu Beginn auch noch nicht die Erfahrung, mit den Produkten zu arbeiten und können auch direkt daraus eine Menge Know-how ziehen, eben aus diesem Flat Zero Programm, da Sie da auch viel mitnehmen können, viel lernen können anhand der erfahrenen Kollegen. Ja, abgerundet wird das ganze Angebot mit einem Full-Service-Paket, BlackBerry Guard. Ja, hierbei ist es tatsächlich so, dass unsere Spezialisten sich dann rund um die Uhr an 7 Tagen in der Woche um die Sicherheit Ihrer IT-Infrastruktur kümmern. Sie haben den Kopf frei für Ihre Kerngeschäfte und können sich halt darauf verlassen, dass Sie bestmöglich vor Cyberattacken geschützt sind, auch ohne dafür eigenes Personal abzustellen. Ja, gut, das war soweit meine Präsentation. Damit bin ich am Ende. Wenn Sie das alles so interessant fanden, gerne mal mehr Details über unsere Produkte und Dienstleistungen noch erfahren möchten, würde es mich freuen, wenn Sie vielleicht auch noch mal schnell auf unserem virtuellen Messestand vorbeischauen. Ist nicht mehr viel Zeit, aber wir sind tatsächlich bis zum bitteren Ende da und freuen uns dann, wenn Sie uns da besuchen können. Und ja, selbstverständlich dürfen Sie uns auch nach der Messe jederzeit kontaktieren.